Ja, ich sitze jetzt hier mit Jonas Bold. Jonas, normalerweise wäre das Volksparkfest mit ganz vielen Fans auch und das soll Vorfreude auf die neue Saison entwickeln. Wie viel Vorfreude hast du denn eigentlich zurzeit schon auf die neue Saison? Sehr viel, auch wenn natürlich etwas fehlt. Ich habe glücklicherweise die Sommerpause auch damit überbrücken können, dass ich viele internationale Spiele geguckt habe. Ich fand das Format Europa League und Champions League sehr unterhaltsam. Aber ja, man ist es natürlich gewohnt, wenn man gerade über Saisoneröffnung redet, dass man rausguckt und der Parkplatz ist voll, die Menschen strömen ins Stadion. Das fehlt. Das fehlt immer noch gewaltig. Ja, ich hoffe, dass durch die Botschaften, die letzten Tage jetzt nach draußen gedrungen sind, dass es uns gelingt, eben wieder Menschen ins Stadion reinzubekommen. Ich glaube, habe da keine Bedenken, dass sie nicht wollen, aber das muss natürlich immer noch ein bisschen im Rahmen der Hygienemaßnahmen sein, in Absprache mit den Behörden. Aber ich fand die Zeichen, die in den letzten Tagen kommuniziert wurden, sehr, sehr positiv. Die Zeichen sind ja immer sehr unterschiedlich, weil man auch auf Länderebene angewiesen ist. Kann man was zum Stand in Hamburg sagen? Weil es ploppen ja im Moment ganz unterschiedliche Zahlen und Möglichkeiten und Konzepte auch hoch. Ja, es ist vielleicht ein bisschen ärgerlich. Es wurde dem Fußball ja auch immer sehr viel vorgeworfen und oft der Fußball ja auch immer in ein schlechtes Rampenlicht gestellt. Ich glaube, dass der Fußball in den vergangenen Monaten ein ausgezeichnetes Bild abgegeben hat, was die Strukturen angeht. Auch wenn nicht alles immer oder nicht alle immer zufriedengestellt werden können, sind wir irgendwo Vorreiter gewesen für die Gesellschaft, auch für andere Nationen. Das sind wir jetzt auch wieder, gerade was Kultur und andere Veranstaltungen angeht, habe ich täglich fast Telefonate mit anderen Sportlern, mit anderen Menschen, die einfach sagen, bitte, bitte, bekommt das irgendwie hin, damit wir auch eine Chance haben. Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst. Es ist manchmal traurig zu sehen, dass jetzt auch wieder der Fußball irgendwie als ungeduldig bezeichnet wird, anstatt dass die Menschen, die darüber berichten, auch vielleicht dankbar sind, dass sie dadurch auch eine Chance haben, kulturell auch wieder mehr erleben zu können. Zum Stand in Hamburg ist wenig zu sagen. Der Dialog ist sehr positiv, der ist schon länger da, der läuft auf verschiedenen Ebenen und wir sind natürlich abhängig davon, wie viel sie zulassen, aber wir versuchen, mehrere Konzepte eben zu erstellen, dass je nachdem, wie groß die Kapazität ist, wir für alle Fälle gewappnet sind. Die Fans fehlen ja nicht nur bei den Spielen, sondern der Kontakt zwischen Fans und Mannschaft und Verein ist natürlich eingeschränkt. Sie können nicht am Training teilnehmen, sie können keine Selfies machen, auch mal einen Plausch führen. Wie nimmst du im Moment den Kontakt wahr und was berichtest du auch, wenn du gefragt wirst und jemanden triffst? Ja, es ist in der Tat sehr, sehr schwierig, weil das Momentum fehlt. Natürlich einerseits durch die Sommerpause generell, b, aber auch, dass man einfach beim Training niemand hat, den Menschen so dort nicht ganz so stark begegnet. In der Stadt passiert das natürlich immer wieder und das nimmt man schon wahr. Man nimmt die Resonanz da auch wahr. Ansonsten ist eben der Austausch sehr stark mit Cornelius Göbel, der den Kontakt ja eben pflegt, federführend zu den Fans, mit dem einen oder anderen persönlich. Wir haben ja auch unterschiedlichste Gruppen und da versucht man mit den Ansprechpartnern ja, im Dialog zu sein, Botschaften mitzugeben, zu kommunizieren, transparent zu sein. Aber es ist einfach nicht zu ersetzen durch ein gefülltes Stadion oder Menschen am Trainingsplatz. Das ist das, was ja, insbesondere auch Hamburg so stark ausmacht. Eine Sache, die die Fans natürlich auch interessiert, vielleicht kannst du da auch einen kurzen Einblick geben, ist, dass wir immer noch das neue Trikot, da warten die Fans so ein bisschen drauf. Kannst du da einen Stand sagen oder verraten? Ich kann so viel verraten, dass das neue Trikot natürlich vorhanden ist, aber erst vorgestellt wird mit einem neuen Sponsor. Und wie da der Stand ist, ist es in Arbeit, aber es ist noch nichts abgeschlossen und kann ich jetzt auch nicht mehr dazu sagen. Ich hoffe aber, dass es zügig geht und dass wir mit Saisonstart vielleicht da dann auch etwas präsentieren können und so direkt neu beginnen können. Kommen wir zum Sportlichen. Die Mannschaft ist in der letzten Woche aus dem Trainingslager zurückgekommen, in Österreich eine Woche gearbeitet, in Bad Hering. Wie hast du die Mannschaft dort wahrgenommen? Wie siehst du die Arbeit des Trainerteams im Moment mit dem Team?
ja, sehr intensiv, die mit unterschiedlichen Bereichen, wo der Fokus drauf lag, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne, zu Beginn vielleicht die Defensivarbeit mehr gefördert wurde, jetzt die spielerischen Elemente mit reingekommen sind, athletische Bereich sowieso, also insbesondere die Woche in Österreich war unglaublich intensiv. Es war gut zu sehen, auch in den zwei Tests gegen gute, starke Gegner, auch aggressive Gegner, dass die Mannschaft auch in der Lage ist, in so kurzen Abständen dagegen zu halten. Vieles zu sehen, viele Erkenntnisse dabei. Ja, alle ziehen mit, verstehen mehr und mehr, was der Trainer von ihnen möchte. Aber ja, das ist natürlich noch nicht am Ende. Es ist ein Prozess, ein Entwicklungsprozess. Und jetzt haben wir mit Hertha hier einen schlagkräftigen Gegner. Und das ist auch so gewollt, weil das Programm zu Beginn hat es natürlich auch direkt in sich. Du sprichst den Entwicklungsprozess an. Mit Toni Leisner ist im Trainingslager noch ein weiterer Neuzugang dazugekommen. Was versprichst du dir von ihm? Ja, wir haben immer kommuniziert, dass wir uns nach der Saison zusammengesetzt haben und Dinge analysiert haben, die wir vielleicht auch schon während der Saison festgestellt haben, dass wir eine interessante Mannschaft haben, denen es am Ende vielleicht irgendwo auch an Säulen gefehlt hat. Und deswegen war wichtig, auf der einen oder anderen Position solche erfahrenen Spieler dazu zu gewinnen, die aber auch bereit sind, der Mannschaft zu helfen, diesen Führungsanspruch auch zu übernehmen und nicht einfach nur ein Ding runterzuspielen. Deswegen hat es bei dem einen oder anderen auch ein bisschen länger gedauert, aber wir sind sehr, sehr froh, dass wir mit Simon, Klaus und Toni da drei Spieler dazugewinnen konnten, die darauf brennen, dieser Aufgabe nachzukommen und den Rest der Mannschaft zu unterstützen. Denn gute Jungs sind da, aber die Mischung ist eben entscheidend, und um den Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, zu gehen, ja, waren insbesondere diese drei Säulen wichtig. Aber generell sehen wir die Kaderplanung auch noch nicht zwingend als abgeschlossen an. Es wurde dazu auch mal betont, dass man Spieler entwickeln will, junge Spieler. Jetzt wurden diese drei Säulen dazugenommen. Ist das, die auch schon älteren Alters sind alle eine 3 vorne, ist das ein Abweichen von dem eigentlichen Schritt? Nee, weil die gut zugehört haben, die haben das auch getan. Und wir haben immer von dem Wort Entwicklung gesprochen. Die Mannschaft, sowohl wir auch als Club. Und dem steht es ja jedem offen, sich weiterentwickeln zu können. Dass sich natürlich jüngere Spieler mehr Möglichkeiten mitgeben, sich sportlich zu entwickeln, ist vollkommen klar. Aber damit sie sich entwickeln können, brauchen sie natürlich auch ein paar Fixpunkte. Das haben wir in der letzten Saison gesehen, wo wir gut angefangen haben, aber am Ende vielleicht auch weggebrochen sind, weil die jungen Spieler nicht diese Erfahrung hatten und vielleicht auch nicht diese Orientierungspunkte. Und damit die Mannschaft eben homogener funktioniert, viele Dinge auch auf dem Platz, nicht nur das, was sie vom Trainer mitbekommen hat, sondern auch selber umsetzen kann, braucht es einfach diese Mischung. Und ja, dass in Hamburg genug Leute gibt, die erzählen, auch so wie sie es gerade möchten und brauchen, das wissen wir. Aber ich glaube, jeder, der gut zugehört hat und das Ganze eng begleitet, der sieht da gar keine Abweichung von, im Gegenteil, sondern hat klar verstanden, was wir hier vorhaben. Wenn wir aufs Trainingslager zurückblicken, dann hatten die jungen und auch zurückgekehrten Spieler, so wie Winsheimer, David, Opoku, Chance, sich zu zeigen, auch zu wachsen und schon auch Qualität zu unterstreichen. Gerade Winsheimer hat auch getroffen in den Testspielen. Wie siehst du die Einbindung der Zurückgekehrten und der jungen Spieler? Ja, positiv. Eigentlich lässt sich bei allen, die da sind, feststellen, dass die Laie sinnvoll war, weil sie sich dort eben weiterentwickelt haben, auch eine wichtige Rolle gespielt haben. Egal, mit wem du bei den Vereinen gesprochen hast, sagen sie das auch. Das ist der Grund, warum wir sie jetzt mit dazugenommen haben, damit sie hier den nächsten Schritt gehen können. Das ist natürlich kein Selbstläufer, das ist klar. Man hat bei allen ja, viele Dinge auch erkennen können, im Positiven, aber vielleicht auch in den Bereichen noch, wo sie zulegen müssen. Aber das ist uns eben klar. Deswegen sind sie ja junge Spieler, weil sie noch vieles vor sich haben und wo sie sich entwickeln müssen und wo sie unsere Unterstützung bekommen. Aber natürlich auch ja, viel selber an sich arbeiten müssen in verschiedenen Bereichen. Aber man muss ein bisschen Geduld vielleicht dabei haben. Geduld im Nachwuchs bedeutet aber auch, dass man strukturell gut
aufgestellt ist, dass man eine Durchlässigkeit in den nächsten Jahren vielleicht hat. Mit Horst Rubisch wurde jemand dazugeholt. Hannes Drews ist Co-Trainer, war vorher U21-Trainer. Wie siehst du uns strukturell aufgestellt in dem Bereich, wie wir diese Schritte mit den Entwicklungen der Spielern angehen wollen? Ja, sehr gut. Deswegen haben wir die Maßnahme mit Horst ja vollzogen und sind sehr froh, dass wir ihn für uns gewinnen konnten. Aber er alleine wird es natürlich auch nicht richten. Im Vorfeld bin ich immer noch der Meinung, dass viele gute Menschen hier auch schon gearbeitet haben, dass strukturell auch einiges gegeben war, aber dass es insbesondere an der Führungskraft auf dieser Position auch gefehlt hat. Und da ist natürlich Horst wirklich prädestiniert dafür, aufgrund seiner Vergangenheit beim DFB in den verschiedensten Funktionen und Teams. Mit Hannes haben wir jemanden, der auch im Nachwuchs jetzt erstmal begonnen hat und jetzt gerade in dem Übergang eine wichtige Rolle haben wird. Aber am Ende müssen die Jungs alle selber auch mit dran ziehen. Denn nur weil man die Posten besetzt hat, heißt das nicht, dass die Dinge automatisch gehen. Also wir müssen natürlich auch bei der Talentsichtung im jüngeren Bereich vielleicht ein anderes Augenmerk oder ein intensiveres Augenmerk wieder drauf legen. Auch die Verzahnung hier im Hamburger Raum deutlich besser herstellen. Da gibt es einige Dinge, wo man ansetzen muss. Die Ressourcen und Möglichkeiten sind jetzt gegeben, aber man muss sie dann auch umsetzen. Und dafür braucht es einfach gerade in diesem Bereich, in einem nachhaltigen Bereich, eben Zeit und Geduld. Kommen wir noch einmal zum aktuellen sportlichen Geschehen. Gegen Hertha BSC wartet, wie du auch schon gesagt hast, ein echter Brocken. Bundesligist, ist das der richtige Härtetest auch für den DFB-Pokal, obwohl da eigentlich eine ganz andere Mannschaft und Gegner wartet? Ja, also Härtetest könnte uns härter treffen. Ne? wir haben bewusst einen starken Gegner hier ins Stadion bekommen wollen, um wirklich zu sagen, vielleicht auch einen Gradmesser zu bekommen, wo wir mal hin wollen. Hertha BSC ist vielleicht jetzt auch gerade in dieser Corona-Zeit eine Mannschaft, die mehr Möglichkeiten haben als andere durch den Einstieg des Investors mit Bruno Labbadia, einen sehr ambitionierten Trainer, der natürlich auch Hamburger Vergangenheit hat. Ich selber habe ja auch mit ihm mal zusammengearbeitet und er wäre dort nicht hingegangen, wenn keine Ambitionen vorhanden wären. Von daher wird für Berlin sicherlich ein ähnliches Ziel ausgegeben werden intern wie vielleicht für uns in einer anderen Liga. Und das wird interessant zu sehen sein, auch wenn es immer noch ein Freundschaftsspiel ist und vielleicht ein bisschen mehr durchgewechselt wird, ist es schon vielleicht so ein kleines Startsignal. Und da freuen wir uns drauf und dem wollen wir uns stellen. Und dann hoffen wir, dass wir es gut bestreiten und dann mit möglichst frischen Kräften dann nächste Woche im Pokal beginnen können. Da wird uns aber sicherlich noch was anderes erwarten, oder? Ja, mit Sicherheit, weil wenn man gegen eine unterklassige Mannschaft spielt, die leider ja gerade erst abgestiegen ist, auch relativ unglücklich abgestiegen ist, ist das im Pokal immer so mit den eigenen Gesetzen. Es hätte uns dort wirklich kaum härter treffen können. Mit so einer Truppe, dann auch mit der Gesamtauslosung, die ich nicht ganz verstanden habe. Aber das sollen alles keine Ausreden sein. Wir freuen uns darauf und alles, was man hört, scheint es dort auch vor Zuschauern möglich sein zu können. Leider nicht vor Hamburger Publikum. Aber das kann natürlich dann auch ein schönes Zeichen sein, dort als Mannschaft nochmal weiter zusammenzurücken und auswärts vor einem sehr intensiven Publikum bestehen zu können und dann gewappnet zu sein für den Ligastart hier. Wunderbar. Jetzt schauen wir erstmal, was der Härtetest heute macht. Und vielen Dank für die Eindrücke soweit. Sehr gerne. Dann einen guten Saisonstart natürlich auch für dich. Ja, danke.